Hallo und herzlich willkommen, Leute. In diesem Video geht es um den Trailer, der gestern Abend released wurde. Und zwar haben wir einen kleinen Gameplay/Cinematic-Trailer für DLC-1 World War II gestern erhalten. Ich lasse ihn jetzt einfach mal spielen und dann gehen wir auf die Zombie-Details einfach mal ein, würde ich sagen. Call of Duty World War II was about honoring the story of the world's costliest war. And with the Resistance DLC pack, we really get to continue that story. This next chapter really puts you in the heart of being a Resistance fighter. We're really gonna take you from three iconic Resistance-themed maps, a brand new War MP map, and our next chapter of Nazi Zombies. For the DLC season, we are very much pulling from historical reference to try to make a really holistic DLC theme. Early on, Resistance was something that really struck a chord with the team. It was something that we were really passionate about. We got a real taste for it in the single-player campaign. Tonight, we take back our city. These were not just your standard soldiers. These were civilians. These were everyday people who were fighting on the Allied side. People were in disguises. They were underground. Clandestine operations took place in speakeasies like this around Europe, where they tried to disrupt the Axis and German war machine. There's so many ways to resist, and there are so many different types of resistance efforts, from the German resistance to the Czech resistance to the French resistance. So each operated differently. We're depicting that in each map. Our first map is Valkyrie, set in Prussia, Hitler's Wolf's Lair. That's where a group of officers tried to kill Hitler, but also as many other high-ranking officers as they could. We wanted to design that map for multiple play styles. The outsides of the map, there's a lot of sniper lanes there, but if you work your way through the middle spaces and through some of these other different bunkers, you're gonna have a lot of run and gun, you're gonna have a lot of shotgun. So our second map is Anthropoid, set in occupied Prague in the Czech Republic. It's the assassination attempt of the second hand of Hitler. He was in charge of controlling the city of Prague. So it's an urban map, but this map has a lot of height variation as well as some really strong, tight interiors that are gonna give a real wide variety of gameplay. We're really proud of bringing back a Modern Warfare 3 favorite map, Resistance, which is called Occupation in our game. It's set in Paris. That was so iconic to the Resistance movement that it was important for us to have that map. It's on the neighborhood of Montmartre, so you can actually see the Eiffel Tower in the distance. Long sight lines, so you get a lot of play with mountain division, and you can bring out your LMGs, put them up on ledges. It's a really fun map. Of course, we've got a brand new war mode called Operation Intercept. And this places you right in the heart of the FFI, or the French Forces of the Interior. The great thing about war mode is we really get to try things that are really new and unique that you haven't seen before. Fans are going to be excited about the mechanics in war mode and how they coincide with the theme of the map. Your first objective is to rescue the Resistance fighters. After that, you capture some radio equipment and you lead the attack. And the next chapter in Nazi Zombies, The Darkest Shore, the most terrifying chapter we've brought to date. For this next chapter in the game, our characters, they've received intel about the movement of Dr. Straub. He's gone to this foggy island just north of Germany. We really wanted to play with something new in this map. We wanted to play with this idea of what happens when fog rolls in. You can't see them until they're 5 feet away from you. It's really creepy. There's a sense of things that could come out from the fog. For the Darkest Shore is that we have a new weapon called the Ripsaw. My favorite weapon in the game as far. It is a combination buzzsaw gun, and it handles zombies up close and at a distance. We've gotten experimental with some of the gameplay here, and we've created a new zombie. This is a zombie that is clever, that is strategic. It is one of the scariest creations that I've ever seen. There's a lot of content in this DLC package.
This is something that we put a lot of heart and soul into. So it's really important to us that these maps will deliver on fans' high expectations. We're looking forward to the next DLCs because we get to talk about different phases of the conflict and explore different parts of the world. It's the biggest, most exciting DLC we've ever offered. And we can't wait for you to get your hands on the Resistance. Ja, nachdem wir uns den Trailer jetzt einmal angeguckt haben, ihr wisst ja, wie es bei Call of Duty aufgebaut ist. Wir haben natürlich unsere Multiplayer-Karten, die hier vorgestellt werden und ein bisschen was von Zombies, leider nicht so viel. Aber es gibt doch ein paar Sachen, die mir persönlich bzw. uns allen wahrscheinlich aufgefallen sind. Zum einen heißt die neue Karte, die ab dem 30.01.2018 spielbar sein wird, The Darkest Shore. Das macht dann sicherlich auch wirklich Sinn, denn wie man hier sieht, ist das Ganze auf einer Insel. Ich habe ja bereits schon darüber berichtet, dass wahrscheinlich DLC 1 auf Helgoland spielen wird. Und so wie es aussieht, ist es auch Helgoland, denn sie sagen hier auch, also die Entwickler sagen auch in dem Trailer, dass es sich hierbei um eine Insel in Norddeutschland, also über Norddeutschland handelt. Es wird sich um Helgoland handeln, auch wenn sie es hier nicht so nennen. Und The Darkest Shore auf Deutsch übersetzt heißt die dunkelste Küste. Shore ist eine Küste, Dark heißt dunkel. Dementsprechend macht das Ganze einfach Sinn, vor allem nachdem wir ja auf The Final Reich auch Bilder an der Wand hatten, eben von dieser Karte. Wir sehen hier also eine Insel, sehr viel Nebel im Norden Deutschlands. Ihr wisst ja, dass es auf Helgoland alte Military Bases gab. Also man sieht auch so ein bisschen, dass hier Kanonen und so im Trailer gezeigt werden. Aber in dem ganzen Cinematic-Gameplay-Trailer ist natürlich der Fokus mehr ein bisschen auf das Umfeld gerichtet und weniger auf das Gameplay selber. Ich hoffe natürlich, dass wir noch einen eigenen Zombie-Trailer vor dem Release bekommen, um mehr vom Gameplay selber zu sehen. Was mich aber ein bisschen genervt hat, sage ich euch ganz ehrlich, ist, was im Interview hier in dem Trailer gesagt wurde. Und zwar hieß es, dass sie was ganz was Neues ausprobiert haben. Und zwar, wenn Fog rolls in, also wenn Nebel hier reinkommt. Aber ich verstehe persönlich nicht, was daran neu sein sollte. Ihr wisst ja alle, meine Lieblingskarte ist Call of the Dead Black Ops 1. Da ist andauernd Nebel, der kommt und geht. Transit hatte Nebel. Was hatte noch Nebel? Mob of the Dead hatte Nebel. Also ich weiß nicht, woran, wie das irgendwie neu sein kann. Das ärgert mich ein bisschen, weil es einfach nicht neu für Zombies ist. Es gibt genügend Maps mit Nebel. Mal gucken, wie sie es umsetzen. Nebel ist immer so eine Sache. Es kann nervig sein, muss aber nicht nervig sein. Also schauen wir einfach mal, wie es dann am Ende sein wird. Ja, wir sehen auch die neue Wunderwaffe, wovon ich wahrscheinlich ausgehe, dass es die Wunderwaffe ist. Die heißt Ripsaw. Und zwar ist es eine Säge, das ist wie so eine Kreissäge dran und eine Waffe. Die erinnert mich so ein bisschen an diese Kettensäge von Resident Evil 7 oder so ein bisschen von Raven and Redwoods. Gab es auch sowas ähnliches. Aber die hier soll, wie gesagt, glaube ich, eine Schusswaffe mit einer Kettensäge vereinbart sein. Und für lange und kurze Zombie-Strecken, also ob die jetzt vor mir stehen oder ein bisschen weit entfernt sind, einfach dafür gut sein. Mal gucken, wie die dann am Ende so ist. Darüber hinaus wird auch angeführt, dass es einen neuen Zombie-Typen geben wird, und zwar einen intelligenten Zombie, der strategisch spielt. Ich meine, sie sagen ja am Anfang, dass es hier auf die Insel weitergeht, weil sie irgendwie Straub verfolgen und so weiter. Jetzt gibt es hier einen neuen Zombie-Typ, wahrscheinlich ist das wieder eine neue Entwicklung. Es ist natürlich so eine Sache, wenn wir es jetzt mit einem intelligenten Zombie-Typen zu tun haben, wie das sich auf das Gameplay ausrichtet. Kommt hier jede Runde oder so, wie die Bomben-Zombies oder die Wüstlinge? Ich habe so ein bisschen Schiss, dass das für Hyrule so ein Problem wird. Vielleicht kommt er aber auch nur einmal und ist irgendwie so ein Boss-Zombie oder der Endboss und wir müssen ihn am Ende besiegen. Die Karte sieht heller aus als The Final Reich, das finde ich im Prinzip nicht schlecht. Ich habe ja immer bei Black Ops 3 so dieses Black Ops 3-Syndrom vor Augen, weil immer alles auf Black Ops 3 sehr, sehr dunkel gehalten wurde. Auf The Giant sieht man teilweise gar nichts, finde ich. Es ist nicht schlecht, wenn Karten heller sind, aber bitte nicht so wie bei Attack of the Radioactive Thing, dass man fast eine Sonnenbrille aufziehen muss, weil es einfach so übelst hell ist und dann die Grafik auch nur aussieht wie Kacke. Wie gesagt, man sieht nicht so viel. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf einen Zombie-Trailer an sich. Wie gesagt, das Ganze ist erhältlich ab dem 30.01.2018. Dann kommt die jetzt hier eins raus. The Darkest Shore sieht bisher interessant aus. Ich freue mich, es zu spielen. Vielen Dank fürs Gucken, Leute. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.